Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Kultur am Kanal, live aus dem Benno-Haus, Kultur am Kanal 2020, erstmalig nur live. Jetzt mögen Sie sich zu Hause fragen oder ihr euch fragen, was ist das für ein Gesicht? Das ist nicht Anina Pomerenke, die hier sonst üblicherweise steht und Kultur am Kanal moderiert. Leider konnte sie Corona-bedingt nicht anreisen, deswegen jetzt einmal der Gruß in den Norden zu Anina, in der Hoffnung, dass sie die Show verfolgen kann und hoffentlich im nächsten Jahr wieder dabei ist. Ja, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Jan Laie und üblicherweise bin ich bei Kultur am Kanal nicht hier vor der Kamera zu sehen, sondern laufe hier rum in der Technik. Das können wir jetzt vielleicht auch einmal in der Totale sehen, was hier eigentlich so alles aufgebaut wurde und aufgebaut wurde. Vielen Dank jetzt schon mal ans Team, das sich hier um alles kümmert, auch in meiner Abwesenheit. Es scheint ja alles super zu laufen. Erstmalig also Kultur am Kanal ohne Publikum hier im Saal. Das ist ein bisschen blöd, trotzdem jetzt schon mal die Aufforderung an alle dort draußen, ihr könnt mit uns trotzdem interagieren, denn auf YouTube gibt es ja seit ca. 13 Jahren eine Kommentarfunktion und da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen und ich verspreche euch, die besten Kommentare werden heute in der Sendung auf jeden Fall von mir gefeatured, da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Obwohl kein Publikum hier ist, gibt es natürlich trotzdem tolle Künstlerinnen. Ihr seht auch hier im Hintergrund schon die Band Labor 5.1 aufgebahrt oder aufgestellt. Die kann dann gleich hier loslegen. Davor möchte ich noch einmal kurz was zu Labor sagen. Der Name ist euch vielleicht schon bekannt, denn sie waren schon mal hier im Benno-Haus vor einigen Wochen beim B-Side Festival. Sind sie also zum zweiten Mal hier Musikerinnen aus Münster am Start, die deutschsprachigen Artpop machen, der... Und das sagen sie selber, mit lässiger Power, Kombinationsfreude und einer ganz eigenen Sprache daherkommt. Ich kann nicht versprechen, dass diese Ansage auf jeden Fall wahrgemacht wird. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Labor 5.1 hier aus dem Benno-Haus bei Kultur am Kanal. Tanzenden Dämpfen, Vertrauter von Nebel, der haucht Leben in die Wände. Bin hier ganz für mich, bis zum Hals in Geborgenheit. Ich will mal. Thank you.
Vielen Dank. Wir hoffen, ihr applaudiert jetzt hinter euren Geräten zu Hause und habt schön laut gemacht. Das ist eine spannende Situation, sich vorzustellen, dass ihr hinter den Kameras hier seid. Ja, aber voll schön, dass ihr zuschaut. Jetzt kommt Destillation. Alleine. Ich wollte dir was schenken aus dem Sud, vom ganzen Eintopf. Am Ende der Destillation bekommt man nur einen Tropf. Ich wollte dir was schenken. Vielen Dank. Freunde tun das mal. Ich war sogar manchmal selber cruisen. Cabrio mit Verdeck und Verbrennungsmotor, alles. Aber nein, nein. Fliegen geht ja gar nicht und kannst du ja nicht machen. Stell mich auf die Tragfläche, schieß mich in die Sonne. Jakob Braten für alle Fleisch. Gib mir Wärme, gib mir Glut. Ich hab Durst, ich hab Wut. Du hast Angst, du machst zu. Tiere verbrennen im Zoo. Ich hab nichts gegen.
entfachten Schlachten erblich. Einige meiner engsten Freunde tun das mal. Ich hab sogar manchmal selber Kaffee to go. Kaffee, Sahne, Plastikkapseln, du weißt, aber nein. Ich trinke gar nicht so viel Zeit, so viel Wein. Stell mich auf die Gleise, warte, hör das Landrum donnern und sie kennt mich alle frei. Gib mir Wärme. Ich hab Wut, du hast Angst, du machst Zug. Tiere verbrennen im Zoo. Mach mir Wärme, mach mir Glut. Ich hab Wut, ich hab Wut. Du hast Angst, du machst Zug. Empire State of Zoo. Mach mir Wärme, mach mir Glut. Ich hab Wurst, ich hab Wut. Du hast Angst, du machst zu. Empire State of Zoo. Es ist nicht viel zu kalt. Ich hab auch schon kalte Finger. Jogger schwitzen selbst im Winter. In jede Ritze immer. Es ist nicht viel zu kalt hier. Ich hab auch schon kalte Finger. Jogger schwitzen selbst im Winter. In jede Ritze. Mach mir Wärme, mach mir Glut. Ich hab Wurst, ich hab Wut. Du hast Angst, du machst zu. Ich hab Wut. Du hast Angst, du machst zu. Und weißt du. Ich hab nichts. Gar nichts. Das Blut und Arbeiterblau. Mach es weiß, nimm und bleib mit unserer Mitte das Altkraut aus. Und wenn was reicht oder bunt bleibt, wein heimlich, sag's kein. Alles, 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 alles. Schon Jahre, nichts geschenkt, nichts gesehen, hat mir auch nicht geschadet. Selbst drauf auf Schienz, pack zu und sieh's auf links isoliert, mit Ziel und Extrem. Bügel, Eisen, sagt kein, bis sie schmilzt, Synthetik erhitzt und alles, alles, alles. Stop.
zum weißen Land. Wir stehen im Traum, wir lassen aus. Und das Blut von Königsgarten weiß Persil so blass. Alles herzlichen Dank nochmal an die Leute hier vor Ort, an die Technik. Alles ist Bennohaus, die Veranstaltung. Ich hoffe, Leute haben zugeschaut und hatten Spaß. Wir verabschieden uns mit dem letzten Song, Das, was du denkst. Danke, wir sind Labor VI. Man findet uns auch online, wenn es euch gefallen hat. Also wir haben Songs bei Spotify. Zum Beispiel. Ciao, viel Spaß. Frag mich was, wo die Antwort der Angst macht. Ich will, dass du mich sehen kannst. Ich will, dass du mich ansiehst, als sähst du mich zum ersten Mal. Nicht an das denkst, was du kennst, nur an das, was du sehen kannst. Wir sind auf Zeitachse. Unsere gerade nicht geeilt. Glückwunsch zu deiner Meinung. Deine Infos sind falsch. Das, was du denkst. Du siehst, was du kennst. Du kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst. Das, was du denkst. Du siehst, was du kennst. Du kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst. Ich will dich ansehen, ich will dich ansehen, ich will dich ansehen, doch du lässt mich nicht ran. Ich will mit dir in die Tiefe gehen, du machst es nicht, ich fall daneben. Dafür musst du allein verstehen, deine Begegnung doch nicht in dir leben. Du hast wirklich gute Filter, du merkst leider. Was du kennst, du kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst, das, was du denkst, du kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst, das, was du denkst. Darum liegen die blauen Ringe und die Brauen auf die Runzeln der Stirn und auf den Mund und den Bart. Pack ich mir in die Haare und ich diesen Kopf trage, steh fest auf den Beinen, ist der Rücken gekrümmt. Bin ich Schultern nach vorne, sind die Arme verschränkt. Bin ich gerne mit dir oder setz mich unter Druck. Weiß in deinem Blitzel, dass du mich nicht anguckst, sondern das, was du denkst. Du siehst, was du kennst, kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst, das, was du denkst, du siehst, was du kennst, kannst dich nicht erkennen, weil das, was du denkst, das, was du denkst, du siehst, was du denkst,
Dankeschön. Das war's von uns. So, ich schleiche mich mal hier ins Bild. Jakob, du hast dich ja bereit erklärt, noch mal kurz ein paar Fragen zu beantworten. In der Zwischenzeit nicht wundern, kann die Band tatsächlich schon anfangen, sich langsam abzubauen. Wir haben ja heute tatsächlich ein bisschen Zeitdruck und wollen auch gleich für die nächsten Acts die Bühne vorbereiten. Jakob, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ist immer ein bisschen krass, ihr tretet hier 15 Minuten auf, jetzt komme ich um die Ecke und stelle ein paar Fragen. Ist ein bisschen wie beim Fußballspiel. Ich frage jetzt nicht, wie ihr gespielt habt, sondern eher, was ihr gespielt habt. Wie seid ihr auf diesen Sound gekommen? Wie hat sich Labor 5.1 in die Richtung entwickelt? Wir haben daran gearbeitet, ganz lang. Also, ja, manchmal ist es ja so ein organischer Prozess und dann kommt man irgendwie da herum. War das von vornherein euer Ziel, jetzt genau hier, wir legen deutschsprachigen Artpop hin, oder war das einfach, wir setzen uns mal zusammen, probieren was aus? Kannst du nochmal sagen? Wirklich wie beim Fußballspiel. Die Idee oder die Frage ist, hat sich das von selbst im Prinzip entwickelt oder habt ihr euch da mit einem ganz klaren Ziel hingesetzt, da wollen wir hin als Band, als Kapelle und wollen uns sozusagen als deutschsprachige Artpop-Band jetzt hier inszenieren? Ich würde sagen beides. Also am Anfang hatte ich mal Demos, wo die erste, sozusagen, wo ich irgendwie eine Vorgabe quasi gemacht habe, aber die meisten Songs haben wir zusammengeschrieben, sind zusammen entstanden und da war es dann organisch. Da hatten wir Ideen irgendwie, was wir machen wollen, dass jeder seinen eigenen Beitrag zum Sound gibt. Gibt, leistet, ist ja alles gut. Eure erste EP ist ja auch mittlerweile raus. Nabelschnur Kabelsalat, mega guter Name. Ich muss sie mit Bindestrich schreiben, damit ich nicht durcheinander komme. Die kann man übrigens streamen und auch kaufen, habe ich gesehen. Ist vielleicht ja für euch jetzt auch gerade wichtig. Wie kann man euch vielleicht sonst auch unterstützen als Band? Gerne. Folgt einfach dem, was wir machen. Und wenn man mal wieder draußen spielen kann, wisst ihr dann davon und könnt euch das angucken. Könnt da hinkommen. Ja. Gibt es denn schon ganz konkrete Pläne für das kommende Jahr? Also wisst ihr schon, da und da spielen wir, wenn Corona es zulässt, oder ist das alles gerade noch offen? Das meiste ist noch offen. Wir wollen eine Live-Session produzieren und es gibt ein paar Songs, die released werden sollen, aber darüber hinaus noch nichts. Alles klar. Dann, Jakob, danke ich dir ganz herzlich. Jan. Und wir machen jetzt weiter. Ich möchte noch einmal kurz was sagen. Wie mir mitgeteilt wurde, hat man den größten Teil meiner Anmoderation vorhin nicht gehört. Ist kein Problem, ich habe eh nur Quatsch erzählt. Trotzdem wichtig, auf YouTube kommentiert fleißig weiter. Das muss ich noch ankündigen. Denn nachher werde ich die besten Kommentare auf jeden Fall, werde ich den besten Kommentaren hier eine Bühne geben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unseren neuen Freunden von der Amateurbühne Münster Ost. Das ist ein ganz traditioneller Theaterverein aus dem Ostviertel hier in Münster, die ab dem nächsten Jahr im Bennohaus mit ansässig sein werden. Die ziehen also zu uns und werden dann auch in Zukunft hier ihre Theaterauftritte vollführen. Jetzt sind wir natürlich in der Situation, dass Theater Corona-bedingt echt noch schwieriger ist als Musik machen. Deswegen waren sie so freundlich, uns eine kleine Premiere zukommen zu lassen. Denn jetzt erstmalig exklusiv von der Amateurbühne Münster Ost das Aschenputtel-Märchen frei und digital interpretiert für euch im Video. Viel Spaß! Oh fuck, ich glaube, meine Kamera ist kaputt. Moment. Hört mich jemand? Ah, ja, jetzt sehe ich euch. Könnt ihr mich hören? Ich sehe gar nichts. Wo muss ich denn draufdrücken? Ich bin der Erzähler. Ich bin der Prinz ihrer Träume. Wir sind die hässlichen Schwestern. Wir sind die hässlichen Schwestern. Ich bin Aschenputtel. Und ich bin die gütige Fee. Ich bin der Diener. Es war einmal ein Prinz. Der Prinz unserer Träume. Ich bin der Prinz eurer Träume. Er hatte auch einen Diener. Ich bin der Diener. Es gab auch die hässlichen Schwestern. Wir sind die hässlichen Schwestern. Wir sind die hässlichen Schwestern. Und die Schwester der hässlichen Schwestern, Aschenputtel. Ich bin Aschenputtel. Wir sind so froh, wir gehen zum Ball. Genau, wir sind so froh, wir gehen nämlich zum Ball.
Ich bin so traurig. Ich darf nicht zum Ball. Bring uns unsere Ballkleider. Ja, bring uns unsere Ballkleider. Okay. Bring uns unsere Tanzschuhe. Jo, genau, bring uns unsere Tanzschuhe. Okay. Bring uns unsere falschen Zähne. Ja, die falschen Zähne. Okay. Wir sind so froh, wir werden mit dem Prinzen unserer Träume tanzen. Wir werden mit dem Prinzen unserer Träume tanzen. Okay. Wir gehen jetzt zum Ball. Ja, wir, nicht du. Wir gehen jetzt zum Ball. Okay. Aschenputtel, bleib hier und putz das Haus. Putz das Haus. Okay. Etwas später. Ich bin so traurig. Sei doch nicht so traurig. Ich bin die gütige Fee. Oh, du erschreckst mich. Weshalb bist du so traurig? Ich darf nicht zum Ball. Doch, du darfst. Ach nein, ich darf nicht. Doch, du darfst. Okay. Du sollst das schönste Ballkleid haben. Ping! Und du sollst die schönsten Schuhe haben. Ping! Danke, ich bin so froh. Jetzt kannst du zum Ball gehen, aber sei vor Mitternacht wieder zu Hause. Okay. Etwas später, auf dem Ball. Ich bin der Prinz deiner Träume und ich bin so schön. Er ist so schön. Du bist so schön. Das weiß ich. Ich werde mit dir tanzen. Er wird mit dir tanzen. Okay. Wir sind so eifersüchtig. So eifersüchtig. Ich bin so froh. Ich bin so schön. Er ist so schön. Und ich bin die gütige Fee. Entschuldigung. Es war Mitternacht. Die Uhr schlägt. Ding, dong. Ding, dong. Oh, es ist Mitternacht. Ich muss gehen. Okay. Sie lief weg. Sie lief weg. Ach, ich habe einen gläsernen Schuh verloren. Aber ich muss zu Hause sein, bevor der Zauberspruch gebrochen ist. Oh, guck mal. Sie hat einen gläsernen Schuh verloren. Ich muss sie finden. Ich möchte sie heiraten. Ich bin so schön. Er ist so schön und möchte sie heiraten. Am nächsten Tag. Ich bin so traurig. Und ich bin die gütige Fee. Entschuldigung. Der Prinz unserer Träume kam zu dem Haus und er war so schön. Ich bin so schön. Er ist so schön. Du bist so schön. So schön. Und ihr seid so hässlich. So hässlich. Wissen wir. Ich habe einen gläsernen Schuh dabei. Möchtet ihr ihn probieren? Er passt. Nein, er passt nicht. Oh nein. Was? Doch, er passt. Nein, er passt nicht. Oh nein. Probiert okay. Ihn mal. Okay. Er passt. Oh ja. Ich bin so froh. Ich bin so schön. Ich werde dich heiraten. Er ist so schön und wird dich heiraten. Okay. Wir sind so eifersüchtig. So von eifersüchtig. So schön. Ich bin so froh. Also ich bin die gütige Fee. Wissen wir. Sie lebten viel und bekamen lange Kinder. Okay. Hallo, da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bauen hier gerade noch um.
Ich hoffe, dass vielleicht mein eigentliches Mikrofon gleich zurückkommt und dass er mich hören kann. Aber in der Zwischenzeit werden wir jetzt hier erstmal fortfahren. Ja, ein großer Dank erstmal an die Amateurbühne Münster Ost. Dann haben wir keinen Ton. Könnte mal unten irgendeiner Kanal 23 oder sowas aufdrehen, das wäre ganz praktisch. Das könnte Leo vielleicht auch machen. Ja, Lee, das ist super toll. Lee, wir sind wieder auf Sendung. Ich hätte gerne mein Mikrofon. Augenblick, ich mache das jetzt zu Ende der Moderation. Ich versuche mich an Zeichensprache, aber das wird super. Ja, ich kann improvisieren. Das Problem ist, wenn man mich nicht hören kann. Danke. Ich bin am Moderieren. Hallo, Lee. Hallo. Das war unser freundlicher Haustechniker Lee. Jetzt geht's weiter. Man kann mich jetzt auch hören. Das freut mich total. Tut mir sehr leid, aber wie gesagt, heute ist es ein bisschen schwierig für uns, das Ganze zu organisieren. Wir kriegen es jetzt aber hin. Ja, jetzt erstmal ein großer Dank an die Amateurbühne Münster Ost, die tatsächlich ein ganz tolles Video in meinen Augen abgeliefert hat. Jetzt sind wir hier erstmals in unserem Wohnzimmer, denn wir wollen es euch ja heute zu Hause gemütlich machen. Und von der hässlichen Schwester geht es jetzt also weiter mit dem hässlichen Moderator, der aber versucht, eine ganz gute Fee zu sein. Denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr hattet ja im Vorfeld zu Kultur am Kanal die Gelegenheit, bei unserem Fotowettbewerb mitzumachen. Ihr konntet die Frage beantworten, was ist für euch zu Hause, indem ihr Fotos eingereicht habt. Das haben viele von euch getan, dafür schon mal ein großer Dank. Ich kann jetzt schon mal sagen, erst am Ende der Show werden wir aufdecken, wer denn die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner und GewinnerInnen sind. Ich habe aber trotzdem mal ein paar Highlights zusammengetragen, die würde ich euch einmal zeigen. Und wir fangen einmal mit diesem Foto hier an. So, ich hoffe, dass der Jost das in seiner Kamera jetzt einfangen kann. Das ist ein Foto von der Sabine und dieses Foto zeigt Olli die Katze. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit ganz investigativ in Erfahrung gebracht. Olli die Katze, so ein bisschen mein Spirit Animal. Das ist total schön, wie sie da liegt. Rechts oben steht auch Home is where the cat is. Da kann ich mich einfach voll mit abfinden. Ich habe ja erst gedacht, die ist ausgestopft, aber sie lebt. Und sie nächtigt am hellen Tage, das ist etwas, mit dem sich doch jeder irgendwie identifizieren kann. Ich kann es auf jeden Fall. Also vielen Dank an Sabine für Olli die Katze. Und jetzt habe ich hier noch ein Bild. Und das Bild wurde eingereicht von einer gewissen Maren. Und Maren zeigt uns hier ein ganz gemütliches Zimmer. Das fand ich auch ganz toll. Da sehen wir hinten sogar musikalisch, passt zum heutigen Thema, Instrumente. Es ist eine Gitarre. Und wir sehen in der Mitte einen ganz gemütlichen Sessel. Und dieser Sessel bietet mir jetzt die Gelegenheit, unseren nächsten Act anzukündigen. Denn bevor ihr jetzt zu Hause in den Sessel fallt und eure Fernbedienung anmacht, also benutzt, um den Fernseher einzuschalten oder vielleicht von mir aus noch mit dem Smartphone irgendwie rumspielt, hört einfach mal zu, lasst das Wort an euer Ohr dringen, wir freuen uns dann sehr. Denn jetzt kommen drei KünstlerInnen, teilweise aus Münster, teilweise auch nicht, da werden wir gleich drauf eingehen. Wir können uns jetzt freuen auf Summa Summarum, auf Mika Schiller und auf Lara Lechtermann. Und jetzt fangen wir erstmal an mit Summa Summarum und ich hoffe, dass Sam jetzt zu uns kommen kann und hier ihren Auftritt vollführt. Viel Spaß! Komm hierher, das passt schon. Ja, wir improvisieren jetzt gerade noch so ein bisschen. Du kriegst jetzt auch gleich ein Mikrofon. Willst du auch ein Mikrofonständer dazu oder? Okay, das wäre super. Du kannst auch schon mal was Maske abnehmen, genau. Nein, hier machen wir das. Das wäre aber ganz toll, wenn das hier sein könnte. Wenn es nicht geht, dann kann Summa Summarum auch bestimmt nach da vorne gehen. Alles klar. Ja, dann, also viel Spaß mit Summa Summarum auf der anderen Bühne. Und ich hoffe, dass die Kameraleute auch hinterherkommen und dass das Mikrofonstativ nicht zu hoch ist. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Ja, und da draußen vielleicht noch für euch ganz wichtig, wenn ihr weiterhin Interesse habt, mit mir, mit den Künstlerinnen, wem auch immer, in Kontakt zu treten, dann schreibt doch ein paar Kommentare auf YouTube, die werden wir auf jeden Fall gleich vortragen. Und wie gesagt, die GewinnerInnen unseres Fotowettbewerbs werden wir am Ende der Sendung bekannt geben. Da jetzt vorhin ja auch die Anmod leider ausgefallen ist, nochmal ganz kurz ein Wort gerichtet an die eigentliche Moderation für heute Abend. Anina konnte leider nicht kommen, Corona-bedingt, die Anreise war verhindert. Das ist aber gar kein Problem, ich springe jetzt ja für sie ein, aber ein ganz lieber und herzlicher Gruß an Anina, die nächstes Jahr bestimmt, wenn es Corona oder was auch immer für ein Virus zulässt, wieder hier bei Kultur am Kanal moderieren wird. So, und jetzt aber ganz viel Spaß mit Summa Summarum oder Summa Summarum, Entschuldigung, Summa Summarum, Sam, viel Spaß. So, jetzt geht's los. Hi.
Okay, den Text habe ich geschrieben irgendwie in den letzten paar Monaten, mehr oder weniger, weil mich eine, sagen wir, Kindheitsheldin von mir sehr, sehr krass aufgeregt hat. Und ihr werdet schon erfahren, um wen es geht, weil ich glaube, die meisten von euch kennen die. Ich glaube, das war's. Hi. Ist nicht mehr an? Cool. Soll ich anfangen oder... Cool. Ja, nee, ich bin mir nicht sicher, ob es anders ist. Cool. Ja. Wir beide sind uns nie begegnet, haben erst recht noch nie geredet, aber du hast schon lange einen Einfluss auf mich. Und zwar erzählst du bei uns meist die Geschichten, doch heute bin ich dran und rede von mir. Ich lernte früh lesen, so etwa mit 4. Verständnis für all das war dort schon vorhanden, es fehlte nur Input und Hilfe von anderen, doch ich wollte lesen. Und ich wollte gern schreiben und bat meinen Vater, es mir bitte zu zeigen. Und nach einer Weile war er überredet. Und war es dann abends Zeit, schlafen zu gehen, nahm er sich ein Buch aus dem kleinen Regal und half mir mit Worten und Sätzen und Zahlen und ich lernte schnell und ich zeigte Interesse. Er fragt mich mit 5 dann, ob ich es gerne hätte, dass wir jeden Abend eine Buchreihe lesen, die ihm schon so lange so viele empfehlen und ich wollte lernen. So sagte ich zu. So brachte er abends im Bett dann ein Buch, das mir nicht bekannt war, doch sehr hübsch geschaltet, mit Schachbrett und 3 kleinen Kindern bemalt ist und Papa las vor. Und ich las leise mit und hörte die Geschichte von einem Kind mit Brille und Narbe direkt im Gesicht, ein Junge, der doppelt so alt war wie ich, ein Waise, der einsam im Kleiderschrank lebte, von Onkel und Tante verachtet, gequält, der dann eines Tages die Chance bekommt, dem Schrank und dem Missbrauch final zu entkommen. Und ich lernte ihn kennen und ich liebte ihn sehr, ging mit ihm in die Welt, in die er auch gehört, lernte mit ihm von Hogwarts, von Trollen, von Zauber, von Liebe, von Freundschaft, von Feinden und Trauer und lernte das Lesen. Doch wollte ich nie, dass Papa nur neben mir saß, als ich ließ. So las er mir vor. Von Weltmagie, von Kobolden, Elfen, vom ethischen Krieg und ich, gerade eingeschult, lernte von dem, was Harry durch Voldemort selber erlebt und lernte, dass Menschen mehr als nur das sind, woher sie gekommen sind und was sie belastet. Ich bin dankbar für die Zeit, denn sie hat mir viel beigebracht. Sie brachte mir eine beste Freundschaft, 3. Klasse, ich war 8. Mit Quidditch-Spielen in unseren Gärten, Unterricht im Wintergarten, Rollenspiel auf Trampolinen, auf denen wir selber Schüler waren und einen eigenen Hogwarts-Brief, hübsch gemalt in grüner Farbe, den ich seit ich 11 bin hüte und noch immer aufbewahre. Ich liebte, doch die Kinder werden älter und das Spielen hörte auf. Ich liebte diese Welt noch immer, war noch stolz aufs Hogwarts-Haus, doch war die Phase dann vorbei und ich beschritt die Schule weiter. Lernte mich als selber kennen und weihte dann, als ich bereit war, meine ganzen Freunde ein, die kamen, gingen, zu mir standen und ich als Schulkind dann begann, meine Welt zu hinterfragen. Und ich lernte, wer ich war und ich lernte meinen Namen und ich war mir ziemlich sicher, Unterstützung zu erfahren, gerade von dir als Autorin, die mir damals so viel bot. Und dann äußerst gerade du dich so unendlich transphob. Wir beide sind uns nie begegnet, haben erst recht noch nie geredet und ich habe erst recht keinen Einfluss auf dich. Doch ich bin für dich nicht mehr als nur eine Geschichte, doch dies ist echt und nicht nur eine Metapher und ich bin sehr stolz auf das, was ich geschafft habe. Dein Werk war mir heilig, vor allem als Kleinkind, dass alles, was du tust, als Vollwahrheit wahrnimmt. Doch musste ich auch lernen, dich zu hinterfragen, was mir wirklich schwer fiel, denn die Bücher gaben mir Heimat und Freundschaft, Familienmomente und es tut mir weh, wenn ich heute bedenke, dass du das, was du predigst, nicht einhalten kannst und Lob und Applaus für Propaganda verlangst und dass du danach den Mut noch besitzt, ein Kind von 5 Jahren, dessen Kindheit du bist, im Schrank unter der Treppe still liegen zu lassen und nicht auch meine Welt ein Stück besser zu machen. Du nahmst mir die Sicherheit und auch das Vertrauen, obwohl gerade wir das am dringendsten brauchen, das, was du tust, ist sexistisch und auch homophob. So danke ich Harry Potter und nicht dir als Person, denn er hat nicht für alle Leute Gleichheit gekämpft, damit du als Autorin noch mehr Stimmen dämpfst. Also dank dir für die Bücher und fick dich als Mensch. Vielen Dank. Vielen Dank. Summa summarum und jetzt kommt als nächstes Mika Schiller. Allerdings wäre es ganz gut, wenn das Mikro dann eben gewechselt würde, damit er hier auch in voller Sicherheit auftreten kann. Denn Corona-bedingt habt ihr ja schon festgestellt, außer unseren MitarbeiterInnen niemand hier im Studio mit dabei. Und das Team trägt auch die ganze Zeit Maske. Deswegen also ganz wichtig, dass wir da das Mikro einmal
austauschen. Ja, und Mika Schiller, der kann dann jetzt hier schon mal zur Bühne schreiten. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß mit Mika Schiller. Gute Unterhaltung. Moin. Ganz komisch ohne Studiomonitore und ich weiß nicht, ob man mich hört. Moin. Dankeschön. Jetzt sind Sie an. Mein Name ist Mika Schiller. Ich bin Künstler und Musiker und mache noch ganz viel anderen Kram. Aus irgendeinem Grund habe ich 2 Podcasts. Und der Text, den ich mitgebracht habe, heißt Heilig den Wörterpapst. Ich glaube, der steht für sich. Viel Spaß. Ey, Wörter. Ey, virtuos, Mann, ich dreht was los, alle so, jo, was los? Ja, das passiert nun mal, wenn ich halt meinen Mund aufmach und Sätze schaff. Herr Schiller, Goethe, sacht aus Lacht, denn was die können, das hab ich, Alter, längst geschafft, Mann. Es ist vollbracht, Mann, ey, heilig den Wörterpapst. Aber nicht so voreilig, bevor du's Wort heiligst und emporsteigst und high bleibst, weil du meinen Shit halt feierst, musst du wissen, meine Reime sind nicht healthy. Nein, leider werden meine Reime bald schon deine Innereien zerreißen, ja, ich mach abhängig. Jeder Junk kennt mich, jeder Punk, ehrlich, ist es verständlich, denn hast du einmal meinen Text vernommen, wird's dich überkommen, ey. Deine Sicht verschwommen, Gänsehaut bekommen, Bühne wird erklommen, ja, so bring ich selbst Omas zum Kommen, Alter, merkst du's schon? Wenn ich mit Wörtern jongliere wie ein Zirkustier, du verwirrt guckst, weiß ich, dass der Trip schon wirkt, komm schon, fliegen wir! Wer will ein Kind von mir? Nicht nur der Beste hier, ich bin der Beste, der existiert, Baby. Glaub es mir, so viel Sexappeal, entsetzlich viel ein Kinderspiel. Die Groupies um den Finger zu wickeln, ja, wenn ich wortelos schicke und den Zweifel zerficke. Ich bin der Beste, der Dickste, der Fetzte, die Blicke der Chicks sind so lit, dass die Hitze ausbricht. Ja, wenn ich anfange zu reimen, wird das Klima erhitzt und die Polkappe schmilzt, die Ozonschicht zerbricht unter Texten so lit, diese Sätze so sick, dass die Krätze ausbricht, Alter, checkst du das nicht? Heilig den Wörterpapst. Ja, ich schreibe schlafend meine Texte in einem Trance und ich zerfetze alle anderen, die sich hetzen, Texte aus dem Kopf zu quetschen. Da will ich niemanden verletzen, doch nur Gott kann mich ersetzen. Ich kann Meere teilen und Berge versetzen. Ich bin Schiller, der Echte, gekommen, um zu knechten. Werde Wortverstricke schlechten, werde schlechter Schreiber schlechten. In der linken Hand das Zepter, dazu den Stift. In der rechten habe ich jedes Recht, ey, die gesamte Slam-Szene zu knechten, ja. Und du bist, als du klein warst, doch vom Wickeltisch gefallen. Ich entwickle mich zum Besten, doch ich spitte nicht für alle, nein, ich spitte nicht für dich und deine Crew von Vollidioten, die nach 2 Lines von mir tot sind, weil ich tödlicher als Schrot bin, 2 Lines von mir Überdosis, weil mein Wirkungsgrad so groß ist, ist echt viel zu hartes Zeug für deine liebevolle Art. Ey, ja, Reime kicken hart, geben dir einen Herzinfarkt, ich geb dir eine letzte Chance, yo, renn du kleine Ho, ey, boom! Ich geh über Leichen, wenn ich schreib, weil keine Bombe so krass explodiert wie meine fucking Reime. Ja, ich mache Malen, wenn ich Zeilen in die Seiten schreibe, während andere Slammer sich an meinen Texten ihr Gesicht zerreißen. Siehst du, wie ich Witze reiße? Über deine Insta-Seite? Ja, mach mal besser keine Scheiße. Geh zur Seite und verneig dich, ja? Ey, meine Texte sind so unvergleichlich, unbeschreiblich. Du musst weinen, wenn's vorbei ist, weil's so nice ist. Ich bin heilig. Das solltest du kapieren, ja? Bevor du den Kopf verlierst, solltest du echt niederknien, denn ich bin wie eine Guillotine. Weil die Bässe so sehr schieben, dass der Boden zerkratzt. Ich mein, ihr habt das auch verdient. Ihr könnt das ruhig probieren, meine Texte zu kopieren. Doch ihr merkt, ich bin zu viel. Ich hab zu viel Energie, ja, mit mir zu ficken. Das ist ein ziemlich dummer Move. Denn ich kille in der Booth, so wie Lions on the Loose. Meine Lions schießen los. Ich bin tödlicher als Schrot, ich mach mir abhängig als Koks. Es war immer schon so. Text ist für mich Grundschulstoff. So wie Kaugummi kippen. Und ich sauf und ich spitte mir meinen Weg in das Business. Ja, der mein übercrazy Flow, der macht dich higher als Dope und lässt dich leiern wie Coke. Ja, denn ich hab mehr Energy als RWE und ich carry shit wie ein LKW. Ich mach Visuals wie LSD, du könntest sowas nie verstehen. Der Wörterpapst ist wieder da. Der Wörterpapst wird nie mehr gehen. Ich hab mehr Ausstrahlung als Tschernobyl. Ich lasse die Welt untergehen. Alle Slammer knien nieder, wenn sie meinen Text vernehmen und alle Nachbarn gehen abends raven, statt sich hinzulegen. In 100 Jahren bin ich noch genauso fresh wie PET, du Flasche. Du hörst die Wörterpapste P, es knallt dich weg wie Wodka E. Merkt ihr? Wir schweben empor und wir sehen das Licht, es zerbricht an dem Klang des Gedichts und es steht im Gesicht eines jeden, der dicht an den Dichter gerückt, der mit Dichtung dann spricht und die Richtung vorgibt, Richtung Himmelreich. Dort sind wir gleich, denn es reißt uns empor und wir reisen weit ins Weite. Ich bleibe aber bei euch und zeig euch den Weg, den ich schreit ins lyrische Reich. Mit Wort und Vergleich, mit Metapher und Reim und jetzt... Jetzt ist es wieder Zeit, auf dem Boden zu bleiben. Ich schreibe unter Schweiß. Diese Zeilen, ich weiß, wenn der Wortfluss abreißt, werde ich trauriger sein. Denn dann bin ich nur ich. Und der Wörterpapst nichts als die
Kunstfigur dieses Gedichts. Mika Schiller, 2020, Dankeschön. Danke, Mika Schiller. Beeindruckend. Und jetzt kommt als dritte, aber nicht als least, das ist jetzt leider auf Deutsch nicht ganz so gut hingehauen, kommt Lara Lechtermann, hier aus Münster tatsächlich. Wir wechseln gerade noch das Mikrofon aus. Lara, du darfst aber gerne schon kommen, dann können die Zuschauerinnen dich auch einmal sehen. Also jetzt viel Spaß mit Lara Lechtermann, Münsteraner Poetry Slammerin und gute Unterhaltung. Hallo erstmal. Also ich habe euch jetzt einen Poetry Slam mitgebracht. Der geht über ein Thema, was die meisten von euch vermutlich kennen oder schon mal was damit zu tun gehabt haben, nämlich mit Schule. Und der ist recht recycelbar, weil der ist schon vor einiger Zeit entstanden und passt immer noch und wird wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren passen. Also leider muss man dazu sagen, viel Spaß. Hey, ich bin Schüler. Ich kann Gedichte in drei verschiedenen Sprachen analysieren. Ich habe gelernt, was rhetorische Mittel sind, um mit ihnen die Intention des Autors zu interpretieren. Auch wenn das Gedicht nur aus einer Langeweile des Autors entstand und eigentlich nur als Platzhalter diente. Platzhalter, etwas anderes ist man nicht. Man füllt die Lücke, die nach ein paar Jahren wieder zu belegen ist. Darf ich vorstellen? Auf einem silbernen Tablett, der gleiche Stoff wie vor 20 Jahren und immer noch derselbe Prof. Der einzige Unterschied? Sind die neuen Gesichter. Doch der Unterricht bleibt auf dem Stand der alten Dichter. WhatsApp, Facebook, Instagram. Ständig neue Updates. Sie sind wie Sportwagen, individuell und effektiv. Im Gegensatz dazu die Schule als Kutsche. Immer noch so wie im alten Krieg. Hey, ich bin Schüler. Ich kann Hypotenusen berechnen und mit Kurvendiskussionen um mich werfen, als wäre ich der Erfinder himself. Ich habe gelernt, Prozente, Gewinnfunktionen und die Flugbahn eines Balles zu berechnen. Wow! Aber wohlgemerkt, nur in der Theorie. Gewicht des Balles, Stärke des Windes und Druck des Wurfes wird erstmal weggelassen. Ist ja nicht so wichtig. Ach was, wofür brauche ich all das? Ich habe Ronaldo noch nie mit Taschenrechner auf dem Platz gesehen. Mal ehrlich, stattdessen würde ich viel lieber Steuern verstehen. Auch Kredite und Versicherungen sind wichtig. Letzteres ist sogar eine Voraussetzung, doch für Schulen nur nichtig. Wie man sich selbstständig macht, wird nicht gelehrt. Jeglicher Zugang zum eigenen Business bleibt verwehrt. Einfach ins System passen, Abweichungen sind schlecht. Man verlernt zu hinterfragen, einfach nur noch Ja und Arm. Hauptsache dem Staat ist es recht. Hey, ich bin Schüler. Ich kann dir die ersten drei Bundeskanzler nennen, wann das Deutsche Reich gegründet wurde und was die Menschen für Probleme im Mittelalter hatten. Als hätten wir heute nicht schon genug. Ich habe gelernt, wann Anfang und Ende der Weltkriege waren und wie die heutigen Bundesländer heißen. Doch hat jemals jemand von euch etwas wie Weltfrieden erlebt? Wir sollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, aber niemand lehrt uns wie. Viel wichtiger ist, dass Leistung erbracht wird. Leistung, das Einzige, was zählt, aber mit 6 Jahren noch Kind sein dürfen. Dafür ist es schon zu spät. Man sagt immer, wie wäre es mal mit Veränderung? Okay, ab je nach Jahren, aber besser Fehler machen und sie wieder einräumen, als es niemals zu wagen. Man sagt immer, man lernt fürs Leben, doch eigentlich lernen wir nur, um es mal gewusst zu haben. Was ist denn, wenn das Leben eine unlösbare Transferaufgabe ist, du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, weil du irgendwie unvorbereitet bist? Vorbereitung, das, was im System fehlt. Aber irgendwie finden trotzdem immer alle einen Weg. Und nein, nicht alles an dem System ist schlecht. Aber wenn selbst der Lehrer sagt, dass wir das nur machen müssen, weil es auf dem Lehrplan steht, läuft da doch irgendetwas schief. Beschweren können wir uns. Immer reden und reden, aber selbst dann doch nichts machen. Sind wohl doch nicht so einfach, diese ganzen Sachen. Dankeschön. Vielen Dank, Lara. Bleib direkt hier und ich bitte auch Sam und Mika auf die Bühne. Sind die noch hier? Ah, das ist praktisch, super geil, ja. Yeah. Mega freundlich von euch, dass ihr nicht sofort geflohen seid. Lara, weil du gerade am Mikrofon stehst, vielleicht mit dir der Auftakt. Also ich habe ja gerade schon gesagt, du hast vor 2 Jahren angefangen hier in Münster mit deinem ersten Auftritt im Poetry Slam und zwar an deiner Schule. Was hat dich dazu bewegt, überhaupt anzufangen, so eigene Texte zu schreiben und dich dann auch noch zu trauen, die vor Publikum, wenn auch eingeschränkterweise heute, vorzutragen und bitte in das Mikro sprechen, damit man dich auch hören kann. Das wäre ganz toll. Also ich muss sagen, den habe ich nicht alleine geschrieben, den Text. Den habe ich mit einer sehr guten Freundin und Klassenkameradin Nele geschrieben.
Und es war damals tatsächlich ein Schulprojekt, also es ist quasi Pflicht, jeder von uns muss den schreiben, also ein Poetry Slam. Und es war dann aber doch recht cool so, also ich dachte erst, was ist das? Ich weiß eigentlich bis heute nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie eine Art, ja, ich weiß nicht, des Theaters so mit Worten. Und es ist an sich sehr cool und ich weiß nicht, es macht irgendwie Spaß. Es ist so, wenn man nicht singen kann, kann man auch das gut machen. Man merkt dir den Spaß auf jeden Fall an. Vielen Dank für deinen Auftritt. Jetzt ganz außer Atem, habe ich jetzt schon gehört, Mika Schiller, der jetzt hier noch auf die Bühne gestürmt ist. Ich habe festgestellt, du bist ja nicht nur Poetry Slammer, sondern du hast ja auch eine kleine Band, Purple Green. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, aber da bin ich nicht dran gescheitert offensichtlich. Warum diese Doppelaufteilung, beziehungsweise was bedeutet Kunst dann für dich im Leben, wenn du dich so beschäftigst? Ich war auch mal auf deinem YouTube-Kanal, da hast du ja letzte Woche dein erstes Video hochgeladen. Also was ist da los bei dir? Was hat das damit auf sich? Erstmal krasse Recherche, ich war nicht drauf vorbereitet. Ich mach mal wieder das hier, Entschuldigung. So einschränkend. Erstmal krasse Recherche, wollte ich gerade sagen, was? Ja. Voll nicht drauf vorbereitet, da möchte ich kurz sagen, dass ich gerade runtergesprintet bin, um mir Wasser zu holen, weil ich irgendwie einen trockenen Mund hatte nach dem Auftreten. Um dann jetzt nicht nur komplett außer Atem wieder auf die Bühne zu kommen, sondern mir auch noch die Wasserflasche über den Körper gekippt zu haben. Sieht aber gut aus. Wir haben Erotik ja auch versprochen. Und jetzt das verschwindet so in dem Pulli, weil der gebartigt ist, ne? Ja. Das ist fast Absicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer schon Kunst gemacht und ich werde immer Kunst machen. Und ich mache so alle Kunst, die möglich ist, weil möglichst viel Kunst ist gleich möglichst viel gut. Und ja, also ich komme irgendwie von Anfang an aus der Musik. Also die Poetry Slam-Scheiße, das hat man auch gemerkt, glaube ich. Ja, erstmal Fäkalsprache, ne? Kommt ja auch irgendwie aus dem Rap. Und das kann man sich sogar anhören. An dieser Stelle furchtbar böse Schleichwerbung, Wörterpapst auf Spotify. Ist keine Schleichwerbung, ist Werbung. Okay, ja, Werbung an der Stelle, Disclaimer. Genau den Kram nur auf irgendwelche fetten Partybeats. Genau. Alles klar. Ja, vielen Dank, Mika. Und jetzt darf zum Abschluss auch Sam noch was natürlich sagen. Wir wollen das Triumvirat ja komplett zu Wort kommen lassen. Du bist jetzt schon seit 6 oder fast über 6 Jahren auf der Bühne aktiv tatsächlich. Hast unter anderem, wie ich festgestellt habe, wurdest ja gewürdigt für deine Leistungen, unter anderem mit dem 3. Platz bei den Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Niedersachsen-Bremen. Das ist, also das klingt ein bisschen lang, aber das ist ja trotzdem was Cooles. Ich habe leider gesehen, dass ja der Poetry Slam dieses Jahr, also die Landesmeisterschaft dieses Jahr abgesagt wurde. Vielleicht da für dich einmal die Frage, was hast du in unmittelbarer Zukunft mit deiner Kunst geplant und was hast du so für die nächsten 6 Jahre noch vor? Okay, ich hätte tatsächlich nicht mal auftreten dürfen dieses Jahr bei den Landesmeisterschaften, bei denen ich sonst aufgetreten bin, weil das ist U20 gewesen. Und ich bin jetzt gerade 21 geworden, was ein bisschen schade ist, aber naja. Gute Frage, was habe ich vor? Ich mache nicht wirklich, sagen wir, beruflich in dem Sinne und auch nicht irgendwie Teilzeit, unbezahlt oder so mache ich Slam. Ich mache das immer, wenn es geht, immer wenn ich gerade kann. Und dann mache ich es auch sehr gerne. Aber dann plane ich nicht so weit im Voraus, sondern ist das eher so, okay, gut, ich war jetzt irgendwie schon zum 3. Mal in dieser Stadt, ich sollte mal einen neuen Text schreiben. Und ja, gute Frage, was habe ich vor? Also wäre schön, wenn ich es weitermachen kann jetzt erstmal. Weiter habe ich noch nicht gedacht, also gar nicht. Alles klar, aber du hast mir gerade das Gefühl gegeben, eine echt gute Frage gestellt zu haben. Ja. Danke für dieses positive Feedback, hat mich sehr gefreut. Vielleicht aber stellvertretend für dich dann nochmal eine andere Frage. Was kann man denn tun jetzt speziell auch für deine oder eure Szene, um die vielleicht auch jetzt zu unterstützen, wo ja eben auch so viele Auftrittsmöglichkeiten abgesagt werden oder ausfallen? Also Online-Möglichkeiten auf jeden Fall. Also ich habe an ein paar Online-Slams teilgenommen. Auch nicht unbedingt, wo ich diese 5-Minuten-Texte machen musste, sondern dann auch vielleicht so 1-Minuten-Texte oder so kleine Adventskalender, wo dann einfach mal eben drauf aufmerksam gemacht wird, so hey, hier gibt es gerade eine Slammerin und die finde ich super, super cool. Und ja, keine Ahnung, dann spricht sich das halt auch irgendwie rum, weil wir sind alle super vernetzt und wir sind auch alle irgendwie befreundet in dem Sinne. Das heißt, ja, auf jeden Fall irgendwie Online-Möglichkeiten schaffen oder halt auch solche Möglichkeiten schaffen, dass man irgendwo hinkommen kann und dann kontaktlos ohne Publikum. Und wenn ich dann vielleicht nachfragen, ob es unsere Kunst auch irgendwie anders gibt. Es gibt super viele Slammer, die irgendwie so kleine Heftchen haben oder Videos haben oder eine Facebook-Seite einfach nur. Auch einfach Videos, die vielleicht teilen, unterstützen und auch wirklich sagen, wenn man es gut findet. Das ist eigentlich so das,
was jedem Künstler in dem Sinne hilft. Alles klar. Vielen Dank. Nehmt euch das zu Hause bitte zu Herzen. Und dann bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure tollen Auftritte. Und Applaus. Ja, und jetzt, liebe ZuschauerInnen, entführe ich euch zurück ins Wohnzimmer. Ich hoffe, dass die Kameraleute das hinbekommen. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Nehme langsam Platz, damit ihr auch Zeit habt, mir zu folgen. Ich spreche mal in Christians Kamera. Ich denke, das wird richtig sein. Jetzt, wo wir gerade auch schon gehört haben, wie kann man Poetry Slam unterstützen, auch mal die Aufforderung an euch da draußen. Ich nehme mal kurz die Maske ab, jetzt, wo ich hier sitze. Die Aufforderung an euch da draußen, wir würden uns auch freuen, wenn ihr Kultur am Kanal finanziell unterstützen würdet. Ihr habt die Möglichkeit, uns zu spenden, online, unter paypal.me/bennohaus. Da würden wir uns über eure Spenden sehr freuen, denn Kultur am Kanal ist, so wie schon immer, kostenfrei für euch. Ob jetzt online, hier vor Ort wäre es auch kostenfrei gewesen. Und über eure Spenden können wir zumindest einen Teil der Ausgaben refinanzieren. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Deswegen also über paypal.me/bennohaus oder bringt es auch gern persönlich vorbei, werft den Scheck in den Briefkasten, es geht auch alles. Also da sind wir super flexibel, wenn es darum geht, uns Geld zu geben. Jetzt höre ich gerade, oh, da sind die ersten Kommentare aus dem Internet da. Und ja, was haben wir denn hier so vorliegen? Das ist ja ganz spannend. Einmal der Timo B., der schreibt, Timo B. Freischwimmversuch schreibt, liebe Grüße aus Chemnitz. Ja, Grüße zurück nach Chemnitz, finde ich super, dass wir auch international gesehen werden. Dann haben wir noch den Zusatz, klingt auch ein bisschen wie Bilderbuch, verstehe ich nicht. Naja, Mareike schreibt, cooles Bühnensetting, das finde ich auch. Ein ganz großer Dank an das Team hier, die wirklich die Bühne hergerichtet haben in stundenlanger, tagelanger Arbeit gestern. Deswegen also ein ganz großer Dank. Nein, auch vorgestern waren sie aktiv. Und ich finde, das ist wirklich super gut geworden. Ihr seht vielleicht auch da im Bücherregal schon den schönen Bilderrahmen. Da sehen wir auch einen weiteren Teilnehmer unseres Fotowettbewerbs. Da nochmal die Erinnerung, am Ende der Show geht es natürlich weiter. Und dann habe ich hier noch einen Kommentar, der kommt von Karl-Heinz Kobayashi. Das ist ein ganz, ganz offensichtlicher Stammzuschauer des Bennohauses. Der sagt, das Bennohaus, ein sympathisches Chaos. Ich schmunzle herzlich. Vielen Dank für die Show, Jan und Team und Artistinnen. Das leite ich auch weiter. Vielen Dank auch an euch fürs Zusehen. Weitere Kommentare könnt ihr gleich noch hier vorgelesen bekommen. Das ist ein bisschen so wie Privatfernsehen in den 80er Jahren. Wir simulieren und improvisieren. Wir simulieren nicht, wir improvisieren hier ganz viel. Und jetzt geht es aber endlich weiter. Und zwar würde ich jetzt bitte unsere nächste Künstlerin hier zu mir aufs Sofa bitten. Und wir wechseln einmal den Platz. Ich gehe jetzt hier in den schönen Stuhl. Und Katja setzt sich dahin, wo ich jetzt war und kann dieses Mikro benutzen. Da ist sie schon. Hallo. Hallo. So, dann schnappt ihr einmal das Mikrofon. Oh, ich sitze hier auf einmal so ganz hoch. Das ist ganz komisch. Du thronst über den Dingen, ja? Ja, das ist ja auch eine alte Late-Night-Tradition, dass der Moderator immer höher sitzt als der Gast. Müsst ihr mal drauf achten. Okay. Ja, vielleicht interessiert es da draußen jemanden. Also ich finde das immer ganz spannend, wie sowas inszeniert ist. Aber es ist tatsächlich so, ne? Ich sink hier so schön ein und fühle mich auch schon direkt so ein bisschen kleiner. Also ich gucke jetzt zu dir auf, ne? Ist dir klar? Ja, ist mir klar, aber das ist natürlich jetzt nur auf dieser visuellen Ebene. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, denn Katja Angenent, ich bin so froh, dass das jetzt geklappt hat. Hast du super gemacht. Ist Journalistin, Autorin und Dozentin für kreatives Schreiben. Also hast sowieso schon ein ganz großes Portfolio oder eine lange Biografie mitgebracht. Das kam jetzt ein bisschen anders rüber, als ich es sagen wollte. Du wolltest sagen, ich bin so alt und du hast recht. Genau das Gegenteil wollte ich sagen. Du sagst selbst von dir auf der Homepage, dass du Autorin von atmosphärischen und rätselhaften Geschichten bist. Da bin ich natürlich ganz aufmerksam geworden, habe auch gesehen, du hast jetzt deinen ersten großen Roman veröffentlicht sozusagen, Die Elfe vom Feitnamor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen mit dem münsterländischen ein Roman, der in der Welt des Pen-and-Paper-Rollenspiels das Schwarze Auge spielt, was ich ganz toll finde, weil ich habe früher auch sehr viel Schwarze Auge gespielt. Vielleicht da mal die Frage, wie bist du darauf gekommen, in einem solchen Setting und gerade auch im Fantasy-Genre, das ja auch häufig mit Vorurteilen behaftet ist, ich lese das selber auch total gerne, wie bist du darauf gekommen, in dem Genre sozusagen dein erstes größeres Machwerk sozusagen zu veröffentlichen? Da muss ich dich direkt zurückfragen. Oh, wieso hast du mal Pen and Paper gespielt und tust es heute nicht mehr? Das ist ja eine Schande hier. Im Bennohaus können wir ab nächsten Jahr, findet eine Rollenspielgruppe statt. Da bin ich vielleicht auch dabei. Top. Ja, ich habe damals, ich will jetzt nicht so tief in die Geschichte einsteigen, bei den Pfadfindern, ich war bei den Pfadfindern,
und kann Zelte aufbauen. Und da habe ich das tatsächlich, da haben wir jahrelang das Schwarze Auge gespielt und dann bin ich da eben rausgegangen und dann hat sich die Gelegenheit nicht mehr ergeben. Und dann, wie das so ist, ne? Es war keine Absicht, das war einfach der Weg der Biografie. Ja, es gibt halt auch viele Leute, die echt sagen, okay, das war ein Spiel für mich, das habe ich gespielt, da war ich Schüler und so und das passt halt jetzt nicht mehr, ist so Kinderkram, man tötet Monster, ohne irgendwie mit der Maus zu klicken, sondern man muss das ja noch richtig alles ausspielen und so, man muss sagen, oh, ich führe jetzt einen Wuchtschlag aus und diese Geschichten. Und es ist halt auch wirklich nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache. Genau, es gibt in diesem Hobby tatsächlich auch wesentlich weniger Frauen als Männer tatsächlich. Ich habe meinen jetzigen Mann über dieses Hobby kennengelernt. Und genau, es gibt auch ganz viele andere Paare, wenn man sich so unterhält, dann haben sich erstaunlich viele Menschen über dieses Hobby kennengelernt. Also wenn jemand hier noch Single ist, ne, ich kann Rollenspielen nur empfehlen. Ja, super. Jetzt haben wir hier auch noch Take Me Out mit Ralf Schmitz, nur diesmal mit Jan Laie und Katja. Das ist ja auch praktisch. Genau. Jetzt hast du mir meine Frage aber noch gar nicht beantwortet. Genau, genau. Ich dachte nur, du wolltest irgendwie noch was sagen, deshalb habe ich aufgehört. Wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, liegt daran, dass, also wie gesagt, ich bin sehr verwurzelt in dieser Rollenspielwelt und ich bin irgendwann mit meinem Mann im Fennermoor spazieren gegangen. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt. Das ist so ein kleines Moorgebiet in der Nähe von Amelsbüren. Also das ist deshalb so schön zum Spazieren, weil man das wunderbar am Sonntagnachmittag ganz spießig in einer Stunde auch wirklich durchwandern kann. Und dann hat man aber auch alles, was so ein klassisches Moor braucht. Also es hat irgendwie Schilfgras und da sind Tiere und es platscht und man läuft so über Matsch. Und es ist also wirklich so ein schönes Klischee-Moor, nur halt in Miniatur. Und ohne Leichen. Genau, und dann sind wir da lang gegangen und dann zog so langsam Nebel auf, das war auch irgendwie im November oder im Dezember und genau, dann habe ich halt gesagt irgendwie, boah, was jetzt hier fehlt, ist eine Leiche. Ne? Ich schreibe ja gerne Krimis, ich schreibe gerne so atmosphärische Sachen und dann sagte mein Mann, boah, jetzt ernsthaft, das gab es doch schon ungefähr 20.000 Mal. Und habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich gesagt, ja, du hast schon recht, ne? Ist jetzt nicht irgendwie die mega neue Idee. Und dann sagte er zu mir, nee, du musst da einen neuen Dreh reinbringen, irgendwas anderes. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist das keine menschliche Leiche, dann ist das eine tote Elfe. Und dann sagt er, ja, da könnte man was draus machen. Und er ist halt auch großer DSA-Spieler und dann waren wir direkt in dieser Welt und haben uns gefragt, was würde denn wohl passieren, wenn man quasi in dieser Welt im Moor mal jemanden eine elfische Leiche finden lässt. So, wie würden die ermitteln, was hätten die für Möglichkeiten, wenn man quasi den Standard-Tatort nimmt und den einfach mal in die Welt von das Schwarze Auge überträgt. Du hast das Buch ja sogar mitgebracht, oder? Ich werde daraus lesen. Das ist ja unfassbar. Was für ein Zufall. Du hast ja auch darüber hinaus, unabhängig von dem Buch, ja auch eine ganz vielseitige Schreibkarriere schon hinter dir und da liegt bestimmt auch noch viel vor dir. Das ist jetzt eigentlich das schon wieder so gesagt. Du schreibst unter anderem, ich verstehe das schon. Du schreibst unter anderem Artikel für die lieben Kolleginnen und Kollegen von allesmünster.de, habe ich gesehen. Und wahrscheinlich habe ich auch von dir schon Artikel gelesen. Ist mir dann aufgefallen, war mir nur vorher nicht bewusst. Und vor 2 Jahren erschien auch deine Kurzgeschichtensammlung Die alte Freundin Dunkelheit und die trägt den Untertitel Schauergeschichten. Und ich kann das nur empfehlen, auf Katjas Homepage zu gehen. Da kann man nämlich auch nochmal nachlesen, was es mit dem Begriff Schauergeschichten und mit dem dahinter steckenden Konzept auf sich hat. Das fand ich auch ganz spannend. Vielleicht da aber dann die Frage, wie ist es denn überhaupt bei dir passiert, dass du dein ganzes Leben lang, ja auch irgendwie schon im Studium, auf Sprache und auch Verschriftlichung von Sprache ausgerichtet hast? Also warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum liest du uns jetzt hier daraus vor? Was ist da der Beweggrund und die Motivation? Also möchtest du hören, dass ich schon als Baby irgendwie immer rhythmisch quasi Sachen vorgespielt, ne? Ich möchte nur die Wahrheit hören. Nee, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe schon immer gerne viel gelesen und daraus resultiert halt auch, dass man selber irgendwann mal anfängt, irgendwas zu schreiben. Und genau wie die Spoken-Word-KünstlerInnen gerade ja auch gesagt haben, irgendwie, ja, man fängt das einfach mal an und merkt, das gefällt einem gut und dann macht man das weiter. Und dann bekommt man das erste positive Feedback und dann macht man noch mehr weiter. Und das entwickelt sich halt einfach so im Laufe der Zeit. Und genau, ich glaube, ich mache so lange weiter, bis ich ganz viel negatives Feedback kriege und die Leute sagen, boah, Katja, ey, wir können dich nicht mehr sehen, was machst du da? Dann überlege ich mir das nochmal. Aber solange, bis das nicht passiert, mache ich damit einfach weiter. Wunderbar, dann hoffe ich, dass wir heute noch ganz viel positives Feedback dazu beitragen können, um deine Karriere möglichst lang fortzusetzen und würde dich deswegen jetzt auf unsere Bühne bitten, da kannst du das Ganze nämlich jetzt vortragen aus deinem Roman. Ich freue mich schon sehr drauf. Herzlichen Dank, Jan. Während Katja rüberwandert, erzähle ich noch kurz weiter. Sie geht auf die Bühne, das Licht geht an, das Mikrofon steht schon bereit.
Und wir freuen uns jetzt auf Katjas Lesung. Genau, jetzt haben wir natürlich so lange geredet schon. Soll ich überhaupt noch zwei Texte vortragen oder soll ich nur einen machen? Aber genau, ihr könnt euch den ersten anhören und dann überlegen, ob ihr noch einen zweiten wollt. Gehen wir mal vom zweiten aus. Wir machen dann gleich den Publikumscheck, ob sie noch aufnahmefähig sind. Ob zwischendurch alle abgeschaltet haben. Leute, macht mich nicht schwach hier. In jedem Falle habe ich zwei Texte vorbereitet. Ich nehme jetzt auch den kürzeren aus Der Elfe vom Feitner Moor. Ich hatte vorher noch überlegt, nehme ich den etwas längeren oder den kürzeren. Und der zweite Text ist aber eigentlich ein Muss, denn wir haben ja heute den 11. Dezember und es ist die einzige Weihnachtsgeschichte, die ich jemals geschrieben habe. Deshalb bekommt ihr heute die Weihnachtsgeschichte um die Ohren, ob ihr wollt oder nicht. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich schreibe auch ganz viel Krimis und mehr so atmosphärisches Zeug. Und deshalb ist die Weihnachtsgeschichte auch eigentlich um ein Verbrechen drumherum gestrickt. Aber das werdet ihr ja dann gleich hören. In dieser Geschichte geht es um einen Jungen, beziehungsweise ein Junge kommt vor. Darum habe ich aus Der Elfe vom Feitner Moor auch eine Stelle ausgesucht, in der zumindest Kinder vorkommen, wenn sie auch nicht ganz so weihnachtlich ist. Und dazu muss ich jetzt leider erst kurz ausholen und erzählen, was so in Der Elfe vorkommt, denn das ist eine Stelle, die ist ziemlich am Ende. Also es geht um Ayla, die ermittelt, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesem Todesfall von der Elfe, für die sich niemand wirklich zu interessieren scheint. Und ihre Ermittlungen führen sie raus aus dem Kaff, wo sie ermittelt. Und sie begibt sich auf eine Reise, lernt dort eine andere Elfe kennen namens Salineume. Und die beiden geraten gemeinsam in Gefangenschaft tatsächlich zwischendurch und sitzen dann selber im Kerker, obwohl sie doch eigentlich nur den fiesen, bösen Schurken im Kerker sehen wollen. Aber so einfach ist das alles nicht. Und dann müssen sie zu zweit aus diesem Kerker ausbrechen, was ihnen auch gelingt. Und sie brechen nicht einfach nur aus, sondern sie erbeuten auch noch den Kerkerschlüssel, den Generalschlüssel und befreien alle anderen Gefangenen. Und da sind sie jetzt gerade bei der 6. Tür. Die 6. Tür war zweifach gesichert. Ayla schob den schweren Riegel zurück, drehte den Schlüssel im Schloss und öffnete sie vorsichtig. Die Fackel in ihrer Hand beleuchtete zwei Kinder, die sich ängstlich aneinander klammerten. Sie mochten 8 Götterläufe zählen, vielleicht weniger. Es waren ein Junge und ein Mädchen, gleichwohl das beim Zustand ihrer verdreckten Kleidung, den verfilzten Haaren und der abgemagerten Körper nicht mehr ganz leicht zu sagen war. Ayla ging unwillkürlich in die Hocke. »Seid gegrüßt«, sagte sie, »ihr seid nun frei.« Die Kinder schauten sie wortlos aus großen, feuchten Augen an. Ayla runzelte die Stirn. »Könnt ihr mich hören?« Der Junge sagte etwas in einer Sprache, die Ayla nicht verstand. Ayla wiederholte ihre Worte nun langsamer und deutlicher. Die Kinder gaben keinen Laut von sich. Sie wischte sich erschöpft über die Augen. Da spürte sie Saliniomes Hand auf ihrer Schulter. »Sie brauchen Zeit. Was immer ihnen widerfahren ist, es hat sich tief in ihre Seelen eingegraben.« »Wir haben aber keine Zeit!« Ayla schleuderte die Worte ärgerlich hervor. Sie konnten sich nicht auch noch um 2 Kinder kümmern. Saliniome beachtete sie nicht. Langsam ging sie auf die Kleinen zu, lächelte, sagte: »Banbaladain und Sanyasala, ihr zwei, wir sind Freunde und werden euch nichts tun.« Die Worte der Elfe schienen eine geheimnisvolle Wirkung zu entfalten. »Ah ja, dich verstehen sie also, ja?« Ayla tat der abfällige Ton in ihrer Stimme leid, sobald sie ihn ausgesprochen hatte. Saliniome beachtete sie nicht, schien ganz auf die Kinder konzentriert. Der Junge half dem Mädchen auf. Es dauerte unendlich lange. Ayla hörte sie miteinander flüstern, eindringliche, abgehackte Worte. Schließlich traten sie auf Saliniome zu. Ayla wandte sich ab und ging zurück in den Gang. Sie waren am Ende angekommen. Neben dem Gang gab es einen kleinen Raum, dessen Holztür nur angelehnt war. Aus dem Innern drang das Licht von weiteren Fackeln. Die Hauptfrau spähte vorsichtig durch den Türspalt. Der Raum war leer. Sie drehte sich um und bedeutete Saliniome und den Kindern, ihr zu folgen. Sie befanden sich nun offensichtlich im Wärterraum des Gefängnisses. Es umgab sie die gleiche unverputzte Mauer wie in ihrem Verlies.
Ein hölzerner, grob gehauener Tisch und drei Stühle standen in der Mitte des Raumes. Auf dem Tisch stand ein Krug. Salineumi roch daran und verzog das Gesicht. »Bier«, sagte sie. Die Kinder drängten plötzlich nach vorne. Noch ehe sie etwas hätten tun können, stürzten sie das Gebräu abwechselnd hinunter. »Na wunderbar«, sagte Ayla. »Betrunkene Kinder.« Genau, so viel also zu der Elfe vom Feitner Moor und Kindern. Und dann geht es jetzt weihnachtlicher weiter mit einer Geschichte, die heißt Stille Nacht. 24. Dezember, Weihnachten. Und was gab es? Regen. Er schüttelte verärgert den Kopf, als er um die Ecke bog, hinein in die Straße, in der das Haus lag. Natürlich war Regen nicht schlecht, schon gar nicht für ihn, denn der Regen würde seine Spuren verwischen. Aber was war mit den Kindern, die an diesem Tag von schneebehangenem Grün träumten? Er seufzte. Dann dachte er, dass er sich früher solche Gedanken nicht gemacht hätte. Früher hätte er den Job durchgezogen und dann selbst Weihnachten gefeiert. Sein eigenes Weihnachten. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, summte er leise »Stille Nacht, heilige Nacht«, das er zuvor in einem Kaufhaus gehört hatte. »Vielleicht sollte ich mal wieder in die Kirche gehen«, dachte er. Und dann lachte er über diesen absurden Gedanken. Ein Regentropfen fiel ihm von der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze auf die Nasenspitze. Er schüttelte den Kopf, um den ungebetenen Gast loszuwerden, doch da landete schon der nächste Tropfen auf seiner Wange und er sah ein, dass es keinen Zweck hatte. Abschätzend musterte er das dunkle Gebäude, das verlassen im Regen vor ihm lag. Er betrat den Garten und achtete darauf, das Tor hinter sich wieder sorgfältig zu verschließen. Verstohlen blickte er nach rechts und links, bevor er sich der Rückseite des Hauses näherte. In seiner dunklen Kleidung war er von den Nachbarhäusern aus kaum zu erkennen. Das wusste er. Er zog sein Dietrich-Set aus der Tasche. Es dauerte keine Minute, bis die Kellertür leicht quietschend nachgab. Im Keller verblassten die Geräusche des Regenwetters draußen. Er war froh über die Stille und Dunkelheit, die ihn empfing. Da war ein großer, dunkler Raum vor ihm, mit nichts gefüllt als mit dem Schweigen eines Tages, an dem sich niemand hier aufgehalten hatte. Er nahm sich die Zeit, seine Schuhe auszuziehen. Die Abdrücke würde man sonst später im ganzen Haus finden. Er machte kein Licht. Zum einen wäre es leichtsinnig, zum anderen unnötig, denn er kannte sich aus. Er hatte Pläne studiert und Nachbarhäuser besucht im Laufe des letzten Jahres, so wie er es immer machte. Seine Vorgehensweise war gut. Sein Können war der Grund dafür, dass er noch nie erwischt worden war. Er stieg die Treppe hinauf. Die Stufen quietschten nicht. Im dunklen Flur wandte er sich zielsicher nach rechts, wo das Wohnzimmer lag. Er betrat den Raum, der ohne Weihnachtsbaum und Winterdekoration einen abwesenden Eindruck machte. Sein Blick streifte im Zimmer umher, das nun indirekt von einer Straßenlaterne draußen erleuchtet wurde. Fernseher, Couch, Anrichte. Er zog die Schubladen auf und fand das Bargeld unter den Quittungen. Er zählte das Bündel nicht. Es war dick. Er schloss die Tür zum Wohnzimmer hinter sich und begab sich in den ersten Stock. Das Elternschlafzimmer musste links liegen. Er wollte gerade die Klinke hinunterdrücken, als aus dem Flur eine zarte Stimme ertönte. »Was machst du da?« Er zuckte zusammen. Dann drehte er sich um. Es war fast völlig dunkel. Das spärliche Licht der Nacht von außen drang nur zögerlich an seinen Standort. Die Stimme gehörte einem Kind, das am anderen Ende des Flures aufgetaucht war. Ein Kind! Das konnte nicht wahr sein! Alle Bewohner des Hauses waren über Weihnachten verreist. Er hatte das doppelt und dreifach überprüft. Und jetzt stand da ein Zeuge. Er starrte das Kind ungläubig an. Sagte er unwillkürlich, dann fiel ihm nichts mehr ein. Das Kind kam näher. Er sah jetzt, dass es ein Junge sein musste, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, mit blonden Locken und Pyjama.
In der einen Hand hielt er einen abgeliebten Teddybären. Sein Gesicht wirkte zerknittert. »Bist du der Weihnachtsmann?«, fragte der Junge und kam noch einen Schritt näher. »Er? Der Weihnachtsmann?« Ihm entfuhr ein Laut irgendwo zwischen Grunzen, Lachen und Stöhnen. Dann dachte er an den großen Rucksack auf seinem Rücken, den üppigen Bart, den er sich hatte stehlen lassen, und die Mütze auf seinem Kopf. Er war in Schwierigkeiten. Er schüttelte den Kopf, wandte sich von der Tür ab und dem Jungen zu. »Was machst du hier?« »Bis gerade habe ich geschlafen«, sagte der Junge. »Solltest du nicht mit deinen Eltern verreisen?« »Nein, ich bleibe bis morgen alleine. Mama hat mich schon ins Bett gebracht. Sie hat doch noch eine Nachtschicht. Aber morgen früh kommt Tante Clara und holt mich ab. Und dann feiern wir alle zusammen Weihnachten.« Ein einsamer Junge. Himmel, wie hatte er das übersehen können? Was sollte er jetzt tun? »Wie heißt du?«, fragte er, weil ihm nichts Besseres einfiel. »Jonas«, sagte der Junge. »Und du?« »Richard«, sagte er, obwohl er eigentlich ganz anders hieß. Jonas musterte ihn schweigend. »Du bist nicht der Weihnachtsmann, oder?«, fragte er schließlich. Er schüttelte den Kopf. Ob der Junge ein Handy hatte, mit dem er die Polizei rufen könnte? Er musste das verhindern. Sollte er ihn überwältigen und fesseln und dann, ja, was? Er hatte keine Erfahrung mit dem Ausschalten von Zeugen. »Soll ich dir mein Auto zeigen?«, unterbrach der Junge seine Gedanken. »Was?« Doch Jonas hatte sich bereits umgedreht und kam binnen Sekundenbruchteilen mit einem übergroßen Spielzeug-Polizeiauto wieder zurück. Vorsichtig setzte er das Gefährt auf den Boden und nahm eine Fernsteuerung aus einem Regal an der Wand. Das Auto setzte sich in Bewegung, zuerst langsam und stockend, dann schneller und zielstrebiger. Das Auto schoss den Flur entlang, drehte, schoss wieder zurück. Schließlich wurde er von einem Spielzeug-Polizeiauto umkreist. Jonas' Augen glänzten. Plötzlich musste er lachen. »Warum lachst du?«, fragte der Junge und ließ das Auto anhalten. »Soll ich dir mal mein Spielzeug zeigen?«, fragte er und holte sein Dietrich-Set hervor. Jonas begutachtete das Werkzeug kritisch. »Was macht man damit?«, fragte er. »Wenn du mit mir in den Keller gehst, kann ich es dir zeigen.« Hatte er das gerade wirklich gesagt? Der Junge überlegte. »Ich muss mich anziehen«, sagte er dann. »Und bei den Schuhen musst du mir helfen. Ich kann auch keine Schleife.« Er nickte und der Junge verschwand in seinem Zimmer. Kurz darauf gingen sie, ordentlich angezogen, gemeinsam in den Keller. Jonas wollte die Treppenhausbeleuchtung einschalten, aber er hielt ihn davon ab. »Das ist ein Spiel«, sagte er. »Wir dürfen nicht gesehen werden.« Jonas nickte ernst und verhielt sich still. Gemeinsam schlichen sie die dunkle Treppe hinab. Verwundert registrierte er, dass ihm Jonas' Gesellschaft nicht unangenehm war. An der Kellertür demonstrierte er dem Jungen, wie man abgeschlossene Türen aufbekam. Der Junge schaute ihm interessiert zu. »Darf ich auch mal?«, fragte Jonas dann zu seinem großen Erstaunen. »Klar«, sagte er, als sei das für ihn die selbstverständlichste Sache der Welt. »Hier, warte, ich zeige es dir. Diese biegsame Metallklammer musst du so in das Schloss einführen, dass sie die Schlosszylinder zur Seite schiebt. Das ist ein bisschen wie ein Geduldsspiel.« Jonas probierte es, aber er schaffte nicht, das Schloss zu öffnen. Er zeigte es ihm noch einmal und dann noch einmal. Jonas' kleine Kinderhände schoben und drückten den Draht im Schloss herum und schließlich sprang das Schloss auf. »Du hast es geschafft«, sagte er verblüfft. Jonas nickte stolz. Dann fiel sein Blick erneut auf Jonas' kleine Finger und er dachte an ebenso kleine Löcher in Zäunen, an denen er schon oft gescheitert war, und an die kleinen Spalten bei gekippten Fenstern, die er nie hatte aufhebeln können, weil seine Hände einfach zu groß waren, um dazwischen zu gelangen. Es war tatsächlich Weihnachten. »Wir könnten ein gutes Team werden, du und ich«, sagte er fröhlich. Jonas nickte ernst. Dann versuchte der Junge nochmal, das Schloss aufzubekommen.
Diesmal klappte es schon viel besser. Als Jonas am nächsten Tag von seiner Tante abgeholt wurde, versuchte er, ihr von dem neuen Freund zu erzählen, der plötzlich in seinem Flur aufgetaucht war, Richard hieß, ein wenig wie der Weihnachtsmann aussah und ihm Dinge gezeigt hatte, die er bis dahin nicht kannte. Doch Tante Clara schien ihn nicht richtig ernst zu nehmen, murmelte nur etwas von blühende Fantasie und der arme, einsame Junge. Jonas verstand nicht ganz, was sie damit meinte, aber er beschloss, anderen Erwachsenen besser nichts mehr von seinem neuen Freund zu erzählen. Schließlich hatte Richard versprochen, ihn dann im nächsten Jahr an Weihnachten wieder zu besuchen, wenn seine Mutter arbeiten musste, und ihn dann mitzunehmen auf einen Ausflug, bei dem er, Jonas, ihm sehr viel helfen könne. Und da freute er sich schon drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Bevor du gehst, noch eine ganz schnelle Frage. Wo kann man denn von dir mehr lesen, mehr erfahren? Wo wissen wir, wann du das nächste Mal irgendwo auftrittst oder was als nächstes von dir erscheint? Auf katjaschreibt.de. Da gibt es alle Infos und das pflege ich auch eigentlich immer ganz brav. Kann ich bestätigen. Also katjaschreibt.de. Vielen Dank, Katja. Und dir noch einen schönen Abend. Und ihr da draußen, ich nehme euch jetzt noch einmal mit zu mir ins Wohnzimmer. Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Es ist ja nur ein ganz kurzer Weg hierüber. Denn in der Zwischenzeit hat die Faxmaschine wieder zugeschlagen. Wir haben noch viel mehr Kommentare aus dem Internet bekommen. Das ist unglaublich. Unter anderem schreibt Brian Schmidt, Kultur am Kanal ist einfach die trueste Show des Jahres. Kann ich nur zustimmen. Und ein Lob von Nikolas, der sagt, das Bühnenbild sieht auch echt gut aus. Und das kann ich nur bestätigen, nochmal wirklich ein ganz großer Dank ans Team, die sich hier mega viel Mühe gegeben haben. Und ich möchte noch einmal verweisen, ihr seht ja zum Beispiel dort, ich glaube, die Kameras kommen da ganz schnell noch hin, da wo mein Finger hin zeigt, aber auch dort und dort. Das sind Gemälde und Bilder von einer unserer freiwillig Mitwirkenden, Bushra. Die habt ihr auch schon gesehen, ganz häufig im Benno-Haus. Und vielen Dank auch Bushra für die Beigabe deiner Bilder. Ich kann dich jetzt leider nicht genau erkennen, aber ich vermute, da, okay. Sie winkt. Ihr könnt jetzt auch nicht sehen, aber sie winkt. Also vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Das sieht wirklich ganz toll aus. So, Internet weg. Und jetzt machen wir noch einmal, um es ein bisschen spannend zu machen, bevor gleich mit Hannah unsere letzte Künstlerin kommt, die da gerade aufgebaut wird, da schauen wir jetzt noch einmal auf zwei weitere Foto-Highlights, die ich mir so rausgesucht habe. Ich halte das mal wieder für Joost in die Kamera. Das hier ist ein Bild, das zu Hause darstellt, ein etwas anderes Zuhause, als wir es sonst bekommen haben, von einer gewissen Evelina eingereicht. Und das zeigt Bulgarien. Das ist nicht der Goldstrand, habe ich mir sagen lassen, aber trotzdem einladend, wer würde da nicht jetzt auch vielleicht gerne sein? Vielen Dank an Evelina. Und dann hier noch ein ganz wunderbares Bild von Astrid. Astrid hat uns das geschickt und diejenigen, die hier im Ostviertel bei uns im Benno-Haus unterwegs sind oder sogar wohnen und leben, die werden diese Brücke erkennen. Das ist die neue Schillerstraßenbrücke. Und Astrid schreibt selber, dass die Brücke wie ein offenes Tor zu ihrem Wohnort ist. Das kann ich nur bestätigen, das ist auch ein super schönes Bild. Also vielen Dank auch an Astrid für diese Dreingabe. Wer am Ende aber gewonnen hat, das erfahrt ihr gleich zum Ende der Show. Jetzt ist sie hoffentlich gleich soweit auf der Mainstage. Unsere nächste Künstlerin, Hannah Melea. Hannah ist Singer-Songwriterin. Ihr habt sie vielleicht auch schon beim B-Side-Festival bei uns gesehen. Und auch heute hat sie nicht nur ihre Gitarre, sondern auch ihre Ukulele und eine Prise Melancholie mitgebracht. Und jetzt ein großer Applaus bitte für Hannah Melea. Größer. Gut, kann ich loslegen? Kann man mich hören? Super, wunderbar. Guten Tag auch von mir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, dieses Auftreten. Ich habe noch meine Weihnachtsbeleuchtung mitgebracht. Ich komme vorbereitet. Moment. So. Jetzt kann es losgehen. Das erste Lied heißt auch Helsinki Lights, passend zu meiner Weihnachtsbeleuchtung. Smoother Übergang, vielleicht sollte ich das immer so machen. Viel Spaß. Thank you.
silent night. It is hearing stories of people being lost and found. I'm still waiting. Still waiting. Under those Helsinki lights, Helsinki lights, Helsinki lights, and it will be all right. Dankeschön. Hoppla. So. Das nächste Lied heißt Into the Day. Ich habe ein bisschen geschaut, was spiele ich heute, was ist vielleicht auch so ein bisschen weihnachtlicher oder winterlicher. Genau, bei Helsinki Lights, hat auch so ein winterliches Setting. Das nächste Lied heißt Into the Day und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid im Auto morgens, es ist noch ganz dunkel und ihr fahrt Richtung Meer und ihr habt ein ganzes Wochenende frei und das ist wunderschön. Streets are asleep, but I'm not. I'm busy howling at the moon because we're both so alone, and this sensation of a new day. I packed my one bag, toothbrush and a dream. Let's head away, so will you drive me into the day? Will you drive me into the day? Bring me somewhere to the sea, somewhere I can breathe. I will build us a house in the sand. Let's
move right in, and all the dark constellations at the sky are bursting bubbles, but we are not afraid. Tell the world I'm late today, so will you drive me into the day? Will you drive me into the day? Do 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 do. Will you drive me into the day? Will you drive me into the day? Dankeschön. Das nächste Lied heißt Wünsch dir was, ist eher ein sommerliches Setting, aber ja, für viele ist diese Corona-Situation ja doch ziemlich belastend. Ich habe das Privileg, dass sich für mich eigentlich nicht so viel geändert hat. Das ist bei anderen Menschen anders, und in dem Lied geht es darum, um diesen eigentlich ziemlich naiven Wunsch von ich wünsche dir, dass alles wieder gut wird. genau, wünsch dir was. Viel Spaß. Vielleicht bleiben wir einfach hier sitzen und sind einfach, ohne etwas sein zu müssen. Und für den Löwenzahn ist es nun Zeit zu verblühen. Wird federleicht und weich und thank you.
alles wieder gut wird. Wünsch dir, was ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird. Schön. Das letzte Lied ist mein einziges wirklich als Weihnachtslied deklariertes Weihnachtslied. Ja, das heißt Cup of Tea und das ist folgendermaßen, es ist einer meiner ältesten Songs. Der ist echt vor Jahren entstanden, war glaube ich wirklich, weiß nicht, der dritte oder vierte, den ich vielleicht geschrieben habe. Der ist folgendermaßen entstanden. Ich bin mit einer Freundin über den Weihnachtsmarkt gelaufen und sie hat sich lautstark darüber beschwert, dass jetzt die ganzen Pärchen aus ihren Löchern gekrochen kommen und händchenhaltend über den Weihnachtsmarkt laufen und hat sich furchtbar aufgeregt und ich fand das so lustig, dass ich da ein Lied draus gemacht habe und das heißt Cup of Tea. Viel Spaß. Bring me down again, sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be with me and my cup of tea. In Christmas time, all the people holding hands, and he should be mine. Instead, he told me to be friends, and I kissed a thousand cups, for they won't break my heart. Hot in my hands, my love. Bring me down again, sugar sweet your taste, and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm so of tea. Warm fireplace, wish I had someone to share this moment of grace. Snowflakes dancing down the sky, and under the mistletoe I stand and wait for you till I see your hand. Sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be. Bring me down again. Sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me
shot or three, I'm supposed to be with me and a cup of tea. Dankeschön, das hat super viel Spaß gemacht. Ja, cool, dass das heute hier so stattfinden kann. Nochmal großen Applaus an das Benno-Haus, bitte. Ihr seid voll cool, dass ihr das hier macht. Das Benno-Haus kann sich auch selbst applaudieren, mega gut. Ja, vielen Dank, Hanna. Du hast ja heute den künstlerischen Abschluss gebildet. Vielleicht einmal noch eine Frage, du hast es ja gerade schon sogar ein bisschen erklärt bei deinem letzten Song. Wie läuft das bei dir ab? Du hast eine Song-Idee? Oder das war ein bisschen zu kräftig. Ich hab's kaputt gemacht. Nee, genau, ja. Oh mein Gott. Du kannst einfach... Ich lasse es einfach drin, oh Gott. Okay, alles klar. Wow, ich bin wirklich aus der Übung, I'm so sorry. Erstmal alles zerstören hier. Kriegt keiner mit, das versendet sich. Keine Sorge. Die Frage... Ach, genau. Ja, mit meiner Songwriting-Idee. Ja, das, genau. Das ist super unterschiedlich. Also manchmal kommen die Sachen wirklich zu mir und dann habe ich irgendwie vielleicht eine Zeile im Kopf und dann schreibt sich alles so drumherum, da muss ich nur noch hinterher schreiben. Und manchmal ist es so, dass ich auch denke, okay, das ist ein Thema, das finde ich cool, dazu würde ich gerne was schreiben, dann brainstorme ich so ein bisschen und setze mich hin und schreibe das wirklich. Also es ist total unterschiedlich. Manchmal höre ich auch Lieder von anderen Künstlern und denke mir, oh, das finde ich cool, sowas will ich auch schreiben, nur halt anders. genau, ganz unterschiedlich. Ja, man kann dich ja auch, wenn man noch mehr von dir sehen oder hören möchte, auf Soundcloud und Instagram unter Hanna Melea Music finden, genau. Jeweils. Tut das ruhig mal oder guckt euch den Auftritt vom B-Side Festival an, auf dem YouTube-Kanal, nicht von Benno Horst, sondern der B-Side. Hast du schon Auftrittspläne fürs kommende Jahr? Wie sieht das aus bei dir? Nee, noch gar nichts. Also Auftritte noch gar nicht, nee. Vielleicht auf unserem Sommerfest, wenn das stattfindet, würden wir uns sehr freuen, dich vielleicht wieder zu begrüßen. Also nochmal ein großer Applaus für Hanna. Vielen Dank für deinen Auftritt. Dankeschön. Danke euch. Ich gehe dann mal, bevor ich noch weitere Technik zerstöre. Geh mal, alles gut. Wir gehen jetzt zum Wohnzimmer wieder. Ich schleiche mal kurz rüber, denn wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Aber es gibt noch so einiges abzuhaken. Vielleicht einmal vorab. Ich nehme mal meine Maske wieder ab. Es gibt wieder Post aus dem Internet. Das ist ganz toll. Und zwar schreibt Pascal, Hanna, hallo, Pascal Renker, ne? Unser ehemaliger Azubi und Hanna, man kennt sich. Wenn ihr jemanden aus dem Bennhaus kennt, könnt ihr auch hier auftreten. Dann haben wir noch eine Nachricht von HD in Memoriam bekommen. Der schreibt, Hanna hat mehr Schmuck an ihrer Gitarre als ich in meiner Wohnung. Das ist auch noch ganz nett. Danke HD in Memoriam für diesen geistreichen Beitrag. So, und jetzt noch ein ganz großer Gruß geht raus an eine Firma, die fängt mit V an und die hört mit Odafone auf. Die hat anscheinend dafür gesorgt, dass wir zwischendurch mal für eine Sekunde kein Internet hier hatten. Passiert, aber ihr seid ja alle wieder dazugekommen, das freut uns sehr. So, jetzt nähern wir uns dem Ende und jetzt wird endlich bekannt gegeben, wer von euch dort draußen denn bei unserem Fotowettbewerb erfolgreich war. Ich kann jetzt schon mal sagen, wenn ihr den Instagram-Kanal des Benno-Hauses jetzt besucht, könnt ihr in der neuesten Story tatsächlich alle Fotos, die eingereicht wurden, sehen. Das ist ja schon mal was ganz Tolles. Vielen Dank ans Team, die das hier während der Show noch alles schön zusammengestellt haben. Und jetzt also die ganz große Verkündung. Wir haben jetzt leider keinen Trommelwirbel und sowas, deswegen lese ich jetzt die Namen vor. Der erste Name ist direkt ganz schwierig. Oh, wow, ich hoffe, das kriegt man hier mit. Erster Sieger oder, ich kann den Namen nicht zuordnen. Es ist auf jeden Fall Aysel Sutkovic und auch Michael Leson, die beide jeweils eine Jahreskarte für die Stadtbücherei gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dann haben zwei Tickets jeweils für den Zoo gewonnen. Einmal Sabine Meyer und das Foto haben wir sogar gesehen. Das war Olli die Katze. Das freut mich ganz besonders. Ich hatte aber keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Und ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die gerne anonym bleiben möchte. Wir kontaktieren dich natürlich trotzdem. Du kriegst deine Zoo-Tickets auf jeden Fall. Also auch dafür herzlichen Glückwunsch. Super. Und ganz besonders gefragt waren ja die Saisonkalender von Pia Kraftfutter. Eine Freundin des Bändehauses, sage ich mal, die ja auch wahrscheinlich sowieso schon eher abonniert hat als uns. Also abonniert lieber uns auch nochmal zusätzlich. Pia auch auf Instagram unter anderem zu finden. Und diesen Saisonkalender haben gewonnen einmal der Luca und zum anderen der oder die Instagram-Userin, glaube ich, Line Fi oder Line Fi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Du wirst wissen, wer du bist. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Und dann zum Abschied noch die beiden Quartalskarten für die Stadtbücherei. Die haben gewonnen zum einen Astrid Leson und zum anderen Alex Jakob. Also auch herzlichen Glückwunsch dafür. Da ist die Freude ganz besonders groß. Ja, jetzt sind wir am Ende der Show tatsächlich angelangt. Und was macht man am Ende so? Man sagt natürlich nochmal Danke. Zunächst einmal danke an euch da draußen natürlich fürs Zusehen und auch fürs fleißige Spenden. Wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid, tut das doch gerne. Oh Gott, da kommt noch mehr vom Internet. Da kommen wir gleich zu. Aber wenn ihr noch was spenden wollt, dann tut das doch gerne unter paypal.me oder me/Bennohaus. Wir würden uns wirklich unglaublich freuen. Also bevor ich jetzt zu den Danksagungen komme, jetzt hier nochmal Danksagungen aus dem Internet. Kunst und Mucke, den kenne ich doch, das ist Mika Schiller. Der schreibt, die Slammer hier hatten einen Riesenspaß. Danke euch. Ja, das freut uns wirklich sehr. Und Theresa Römer schreibt, ihr findet sie auf Soundcloud. Wen? Hanna wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, habe ich ja gesagt. Aber danke für diesen Beitrag. Und HDE Memoriam, den wir gerade schon mit dem Schmuck gehört haben, der sagt auch nochmal Applaus dem Bennohaus und Applaus für Hanna. Da können wir uns ja alle anschließen. Super, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt also endlich die Danksagungen. Ich fange einmal an ganz oben und zwar bei unserem Kulturmanagement. Die sitzen jetzt hier alle vereint. Ich spreche es mal ganz genau aus. Ich danke ganz besonders Hanna und Caro und Katharina und Liv, unsere Bundesfreiwilligendienstleistenden und natürlich auch Bushra und Nina und Larissa. Dieses Team hat gemeinschaftlich in den letzten Wochen und Monaten diese ganze Show hier zusammengestellt. Die haben sich um alles gekümmert. Das ist das Teil des Konzepts hier, dass das eben auch auf den Schultern der Freiwilligen vor allem lastet. Ganz großen Dank, dass ihr das so toll hinbekommen habt. Vor allem auch in dieser sehr herausfordernden Zeit. Ihr hattet das erste Mal die Situation, Kultur am Kanal ohne Publikum organisieren zu müssen. Ich finde, das ist euch unglaublich gut gelungen. Ganz großen Dank und ihr könnt euch auch gerne selbst applaudieren. Das Team des Kulturmanagements ist damit natürlich noch nicht komplett. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken bei Evelina, bei Maren, bei Jeremy, der da auch mit am Start war. Und natürlich auch beim gesamten Technikteam. Da muss ich jetzt sagen, die zähle ich nicht alle auf, das sind einfach viel zu viele Menschen. Aber vielleicht nochmal ein ganz besonderer Dank an unsere Auszubildenden, Mediengestalterinnen, Bild und Ton, auch Mediengestalter, Digital und Print. Caro, Sebastian, Felix, Johannes und auch Oskar, der heute nicht hier sein kann, weil er in der Schule war. Ist ja auch okay. Also von daher einen großen Dank an euch, dass ihr das Ganze hier möglich gemacht habt. Ein ganz großer Dank auch, es ist auch gleich vorbei, an den Haustechniker Lee. Lee hat hier heute, ihr habt ihn auch kurzzeitig erlebt, er hat einmal kurz moderiert, der läuft jetzt hier gerade hinten lang. Und auch ein ganz großer Dank an unseren Moraloffizier Shiro, der hat heute hier wieder für Stimmung gesorgt. Shiro, ein ganz großer Dank geht auch an dich raus. Ansonsten ein ganz großes Dankeschön noch an alle unsere Ehemaligen, also Leute, die vorher mal hier waren, die vielleicht auch heute nicht hier sein können. Noch ein ganz spezieller Gruß an Daniela und auch an Dirk. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, wir können euch bald hier auch wieder im Bennohaus wieder begrüßen. Und zum Abschied vielleicht nochmal der Aufruf, unterstützt eure lokale Kulturszene, unterstützt Veranstaltungen wie diese. Es gibt auch ganz viel anderes, auch im digitalen Raum hier in Münster. Unterstützt das alles, jeder Cent hilft auch tatsächlich, also die Aufforderung an euch. So, und jetzt war's das. Ich verabschiede mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, vielleicht hier im Bennohaus bei Kultur am Kanal. Jetzt frohe Weihnachten, guten Rutsch und bleibt gesund.